Ja, schauen wir mal, wo sie diesmal hier den Kampf suchen. Aber ich muss sagen, vom Gelände finde ich diese Städte, also nicht so wie Fisherman Town, das ist schon ziemlich offen. Diese Städte mit den vielen kleinen Häusern, die dicht beieinander stehen, finde ich ganz gut, weil man hat schnell wieder Deckung, man kann ein bisschen vorrücken. Ja, das Sowas stimmt. wie Ressort, was so offen ist, ist halt schwierig. Fisherman Town ist streckenweise ziemlich offen. Müssen wir uns halt überlegen, ob wir jetzt vielleicht eine ruhige Nummer schieben hier. Sollen wir mal ruhig eine Nummer schieben im Hafen? Im Hafen, ja, können wir machen. Hauen bestimmt gleich ab. Oh. 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 Ja, ich habe Oh. überlegt, wenn die dann gleich auf dich drauf pushen und dich dann wieder töten, dann ist wieder blöd, ne? Deswegen bin ich lieber da Deswegen. und versuche zu helfen. Okay. Ich sehe überhaupt keine Gebäude. Gleich rennt er Richtung Feind, anstatt erstmal irgendwo zu looten. Looten ist halt für Anfänger. Ah, ich habe einen MP5, sehr gut. Ich auch. Fuck, er ist ganz schnell wieder weg. MK12, bah. Großer Kram hier. Das wollte ich nicht. Du bist gerade durch die Wand rausgesprungen, oder? Ja. Sonst ist da nur ein Haufen AK-Munition. Mal gucken, was hier oben ist. Extended Magazine. Müssen wir zu den Häusern da irgendwie gehen, weil die. Okay, sie wird geschossen. Und wo? Ich weiß nicht, irgendwie hinter mir. Gehen wir erstmal weiter in die Hallen zurück Das und holen linke da uns. am besten dann die. Ich wollte nur mal kurz sagen, weil ich verstanden habe, was die von mir wollen. Ich habe hier noch auf den Nachladesounds und so gehört. Oh, sehr gut. Erstmal nehme ich die andere hier. Achso, ich habe gerade nachgeladen einmal. Alter, irgendwie ein Scope, irgendwas, ey. Schalli! Sehr Holo. schön. Sehr gut. Was ist da noch? Da war nichts, oder was? Was da lag? Nee, ich weiß es gerade gar nicht, was das ist. Rüstung. Habe ich. Ah, M4, sehr schön. Sollen wir in die andere Halle noch rüber oder sollen wir hier bleiben? Die hat ja noch einen zweiten Teil hinten. Können wir vielleicht da raus auf der anderen Seite Oh, und ist eine gute Idee. in den hinteren Teil und dann durch die andere Halle vorarbeiten. Ach, scheiße, die Schiffsseite. Nee, dann doch lieber auf der Seite raus. Oh, Alter, hui, so. Farmers. Was ist denn hier Ich Schönes? glaube, ich habe Schritte gehört auf dem Dach vielleicht. Oder? Bin da unsicher. Fioskop. Die andere Halle rein. Ja. Oh, ich hänge hier fest. Scheiße, ich muss in die Kiste laufen. Hellmast. Ja. Grenade. Stock. Da müssen wir auch gleich weg hier nach Norden. Ich gehe schon mal in die andere Hälfte. Kannst mal nachrücken.
Bin drin. Stoke für die Shotgun, das haben wir doch gerne. Hier ist noch ein Viererscope. Liegt hier. Sehr schön. Dann haben wir beide eins, ist nicht verkehrt. Ja, dann kann ich es für die M4 nehmen. Hier ist noch ein Viererscope, Alter, ist was los, ey. Kann ich es für die andere M4 nehmen? Achso, warte, dann gebe ich sie gleich. Ja, ich weiß nicht, wenn du es brauchst, nicht unbedingt. Ich habe jetzt erstmal nur die MP5, mehr habe ich jetzt noch gar nicht. Aber vielleicht finde ich ja mal nochmal eine Dings, ne? Wie heißt sie denn? Eine Waffe. Irgendwas, wo ich töten kann, genau. Hier ist ein Sniper-Magazin immer mit. Ein Distanztötungswerkzeug. Oh, der feine Herr politisch korrekt. Ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, aber. Ich auch nicht, aber es klingt gut. So. Wir müssen hier raus und wir da müssen. Da ist ein Dreirad. Ziemlich weit, ja, aber Dreirad ist halt zack langsam und ist so angreifbar und so. Wir können zumindest ein bisschen nach hier an der Küste lang fahren, weil da hinten, glaube ich, in dem nächsten Ort, da gibt es auch gerne mal ein Auto, ne? Sonst müssen wir hin. Oder mit dem Boot. Aber ja, wenn wir eins haben hier. Müssen wir den Igel im Blick riskieren. Ist hier keins. Nee, hier ist gar keins, oder? Nee. Oder doch, da vorne vielleicht. Ah, wir können aber auch laufen. So weit ist es, glaube ich, echt nicht. Ja, wir haben noch viel Zeit. Kann irgendwo anders ein Auto, nur ein richtiges Auto. Etwas, was den Namen Auto verdient. Was ich übrigens ganz cool finde, hier, um so ein bisschen nicht auf der Brücke zu laufen, ist, sich mit drei Ladungen so an der Brücke lang zu seilen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Klappt das allerdings nicht ganz so gut. Oh, kacke, jetzt bin ich hier drunter. Weil die doch sehr lang ist. Aber bei den kleineren Brücken funktioniert das super. Und dadurch wie Spider-Man. Pack doch mal schneller auf, ey. Ist das schlimm manchmal, der Haken. Ich geh mal hier in das Haus. So. Ah, Magazin für die MP5, sehr schön. Habe ich schon. Ah, Angeber. Ja, dafür habe ich nur die MP5. Also ist nicht nichts, wo ich mir jetzt einfach wichsen könnte. So. Andererseits, mein Wille ist auch ein Weg. So. Oh, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Nix. Eine G28 wäre jetzt mega gut. Na, oder das wäre sogar noch besser. Hier ist noch ein SMG-Magazin. Mal eben was gucken, warte. Ja, bingo. Ich habe eine AK-15. Ja, das ist ja schön für dich. Hier ist eine VKS. Da auf dem Balkon ist noch AK-Munition. Hier unten gibt es ein Holo. Gut, ich glaube soweit. Oh, guck mal hier. Ist mit der VKS kein Visier? Nee. Finde ich nicht so geil, ne? Nee, brauchst ein Visier für. Ja gut, ich habe einen Viererscope, aber ich weiß nicht, was so. Wir müssen weiter. Das ist ein Boot. Also, ein leeres. Keins mit Leuten. Kann man hoffen. Nee, weil mir gerade eingefallen ist, dass da ist ein Boot. Ja, ein bisschen eine mehrdeutige Ansage ist, ne? Das stimmt. So. Ja, schön. Noch ein M4-Magazin. Können auch ein Zweierscope gebrauchen. Wenn es zu viel hast. Nee, leider nicht. Nämlich mein Defaulten-Dings. Ich nehme gar nicht so Solo oder so, sondern eigentlich irgendwie so Zweier ist so das, wenn ich die Nahkampfwaffen habe. Das habe ich schon irgendwie gemerkt, das ist irgendwie besser. So, die VKS hier hat jetzt ziemlich krassen Damage, aber kaum Range, sehe ich gerade. Wenn du mit der triffst, hast du natürlich gewonnen. Wenn du mit der triffst, so die Kugel ankommt, ja. Okay, wie weit haben wir es denn? Ah, geht. Ziemlich weit, aber müsste reichen.
Wenn wir nicht zu viel Zeit durch Sterben verlieren. Wir haben nur 28 Gegner, was ist denn los? Aber es ist die erste Welle. Das sind eher überraschend viele Wecker. Ja, ist die Frage. Ich fahre mal an der Insel vorbei, ne? Vielleicht sogar links vorbei. Ja, ja, aber auf jeden Fall schon mal in die Zone rein. Ja. Ist ja hier direkt. Ja. Jetzt links schießen sie. Von rechts. Ja, von rechts auch. Ich habe ihn getroffen, aber das ja, war mich, alles. Ja, mich auch. Das Boot hat auch ordentlich Schaden genommen. Ja, legt da vorne direkt an, würde ich sagen. Alter, okay. Da haben wir gleich ein anderes Boot, wenn wir müssen. Okay, die AVKS schmeiße ich jetzt erstmal raus. Ja. Ich finde die auch scheiße. Ich weiß, mit dem Achterscope oder so kann die vielleicht was reißen, weiß ich nicht. Aber... Keine Ahnung, ey, ich habe da gerade nichts getroffen. Dafür habe ich meine MP5 weggelegt. Ich habe mit der AVKS auch keine gute Erfahrung gemacht. Oh! Mir ist gerade eine Kugel eingeschlagen hier. Ist gar nicht geil. Oh Mann, 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 ich muss mich mal heilen, ey. Oh, wir müssen weiter. Ach du Scheiße, Nordosten der Insel. Brauchen wir. Wenn wir direkt an der Küste langfahren, brauchen wir nicht mal. Soll ich das andere Boot organisieren? Steht ja noch eins. Ja, da können wir versuchen, das zu holen. Aber hier ist noch irgendwo, wird immer noch auf uns geschossen. Ich weiß noch nicht wo. Ja. Okay, ich hab das Boot. Alter, Alter, ich seh nur erstmal auf mich zuschießen. Hört rappeln. Und lebt noch. Das ist normal. Ja, das klang auch so, als wärst du gerade mit dem Helm in die Schraube gekommen, ey. Ohne Witz. Ja. Ich rutsch mal nach hinten, damit du die erste Kugel kriegst. So. Ja, wenn der Pilot erschossen wird, dann bleibt das Auto aber stehen hier, das Boot. Das ist ja nicht schlimm, ich kann auch einfach vorstwitch weiterfahren. Und da verlierst du aber trotzdem Zeit, bis du vorgeswitcht bist und wieder angefahren, wo sie dich finishen. So ein Shipyard vorbeifahren und dann irgendwie nach Tidal Town oder irgendwas, ne? Ja. Zwischen Shipyard und Tidal Town irgendwo anlegen oder so? Ja. Oh Gott. Da setzt er sich direkt hin vor Schreck, weil es geplatscht hat. Das war so cool vom Timing gerade. Platsch. Platsch und plötzlich saß er wieder. Oh, ich setz mich wieder hin, ich hab Angst. Ich weiche einfach allen Kugeln so matrixmäßig aus. Das ist auch lächerlich, dass sowas geht, ne? Cool wäre, wenn er da aufsteht und einen Schritt rüber geht und sich hinsetzt wieder. Also, dass es quasi auch 2 Sekunden dauert oder so. Ja, gut, aber wenn ich dann den mache. Ja, dann muss er halt nach vorne gehen. Wenn die schießen. Ja, oh, treff ich doch, treff ich doch. Na gut, wenn sie immer an die gleiche Stelle schießen, dann springst du aber wieder rein in die Kugel. Es sei denn, du switcht im gleichen Modus hin und her, in der gleichen Frequenz, wie die Kugeln kommen. Dann wirst du entweder immer getroffen oder nie. Da an dem großen Felsen? Ja, würde ich sagen. Können wir erstmal ein bisschen gucken, was so los ist in Tidal Town, ne? Ah, nämlich schon direkt Schüsse. Den 6mm Felsen vor ihm kommt er nicht hoch, aber den 3m Felsen direkt daneben, den zieht er nicht einfach hoch. Ja, war nix. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir so, vielleicht erstmal hier so Richtung vorrücken. Hm. Weiß man, in so Gebäude kommen, weil wir so ein bisschen Deckung haben schon mal. Ja, ich brauche eine neue Weste. Ja, ich brauche vor allem brauche ich neue AK-Munition, ich habe nur 60 Schuss.
lag vorhin überall rum und ich habe es auch ein paar Mal gesagt, glaube ich. Aber ja, ich habe auch. Hab ich auch keine gesehen. Die lag am Anfang echt überall rum. Wahrscheinlich findest du sie jetzt wieder nirgends. Aber kann ja die liegen, wenn sie jetzt hier gelootet haben, schon, dass du hier keine findest, weil irgendwelche AK-Benutzer sie jetzt schon. Komme ich hier wieder nicht ins Fenster rein? Ich bin unten. Irgendwann mal. Jetzt. Ist nichts mehr. Gar nichts. Ne, jetzt mich leer, ne? Ja. Also, warte mal, in 5 Sekunden erfahren wir, wo wir hin müssen. Ich habe es gehört. Richtung gestrichelte Linie. Salt irgendwo einer. Hier bei mir, an der Seite. Der hat irgendwo hier Richtung Osten, habe ich den gehört gerade. Ja. Mir gefällt das nicht in dem Stockwerk. Haben. Auf dem Dach da gegenüber war er. Ganz genau da war er. Ich habe ihn angeschossen, da guckt immer mal ein Bein raus. Nice! Jetzt haben wir noch 10 Kugeln. Alter, wie geil. So. Ja, ich habe leider keine. Der war aber gedroppt, das heißt, sein Kumpel lebt noch. Wir müssen aber das Haus wechseln eigentlich, weil. Ja, der wirft da irgendwo einer Granaten. Ja. Oh ja, Gott sei Dank. Hier läuft einer, da irgendwo. Ja, der läuft irgendwo hier läuft er immer, ne? Mhm. Hier raus. Das war ziemlich weit. Okay. Bin wieder einsatzbereit. Ja, wir müssen halt weiter, ne? Ja. Ah, neue Rüstung, sehr gut. Man ist mich angeschossen. Hier ist AK-Munition am Pink. Unten drin, Erdgeschoss. Ist klar. Zeit. Da oben steht ein Auto. Und los. Oh, ich komm lieber rein. Lassen wir den doch hier verrecken in der Asche. Vielleicht ist er auch abgehauen und seinen Kumpel einfach zurückgelassen. Er war tot, was er da machen sollen. Ja, ich meine, wenn ich irgendwelche schwarzen Künste kann, dann. Brauchst du noch irgendwelche nur Pilar-Scope oder sowas? Nicht unbedingt. Zweier wäre besser, aber. Ich hätte nur eins. Ich hätte nur eins übrig. Deswegen. Wenn du es nicht brauchst, kann ich es nicht. Nee, ich hab's. Ja, ich schmeiß jetzt alles raus, wenn ich brauche. Aber jetzt brauchst du sowieso einen Mail, jetzt ist vorbei. Ja. Bloodstocks bräuchte ich noch. Oh. Ich hab doch, hab ich nie einen rausgeworfen gerade? Nee, einen Holo hast du noch rausgeworfen, glaube ich. Stimmt, Bloodstock habe ich auch keinen mehr. So. Ich habe nur ein Heilding, ey, das ist echt wenig. Ich habe auch nur ein mittleres. Ich könnte höchstens kleine geben. Nee, davon habe ich auch welche. Alter, bist du Stadt runter? Boah.
hat Sorgen, dass der andere von hinten noch reinkommen kann. Mhm. Schon ein bisschen weg von... Vielleicht da links, da irgendwie auf diese Anhöhe zu den Felsen und dann von da weiter. Ja. Aber diese freie Fläche da rechts macht mir auch schon wieder Sorgen. Von hinten! Ah! Der kommt hier wahrscheinlich jetzt hin. Der hat mich, Alter. Nice. Mich hat es jetzt dahin gerafft, aber was soll man machen? Ah, sehr schön. Zweier Scopes. Okay. Heilung. Das war, glaube ich, sogar der hinter uns war. Wahrscheinlich. Ja, ich bin unten um den Felsen rumgelaufen, aber ich bin leider nicht schnell genug da gewesen. Um dich noch zu retten. Aber ich habe ihn nicht gesehen, ich wusste nicht. Ich dachte erst, dass er noch ein Stückchen weiter weg ist. Bin ein paar Schritte weiter in den Bogen gelaufen. Da war ich nach hinten ein bisschen geguckt. Entsetzt darüber. Ich meine, wir sind vorgefahren und der ist ja gelaufen. Na ja, gut, vielleicht ist er noch nicht so lange mehr in der Stadt geblieben wie wir, ne? Einfach, vielleicht ist er schon vor uns und wir haben ihn überholt, quasi. Ja. Sehr gut. Ich habe jetzt 7 mittlere. Ich könnte es eine Weile aushalten, wenn die sich finishen und einsteigen. Ja, aber geh noch näher ran, nicht, dass du wie letztes Mal da stehst. Weil du bist auch noch ziemlich weit weg tatsächlich. Ja, aber weit weg bin ich halt auch sicherer, ne? Ja, gut. Nicht immer gewinnen, ne? haben wir noch nicht verloren. Position Reveal. Dann sollen sie ruhig mal denken, ich bin noch weit weg. Wo sind sie? Alle am Heli. Alle da, ja. Das heißt aber, die Felsen hier vor mir müssten eigentlich eine gute Position auch erstmal sein. Ja, eigentlich schon. Ich muss auch gucken, die haben sich ja beschossen. Wenn sie sich da killen. Es muss nur einer sterben, dann ist genug Platz, dass alle rein können. Naja, wenn die anderen dann einsteigen. Vielleicht hast du ja Glück, dass ein Zweier ist. Ein Team ist, die werden einfach einsteigen, dann kannst du einfach der früh hin. Aber das ist so merkwürdig, die scheiß Felsen da, ey. Das ist kotzen. Der Heli ist wieder descending? Ja. Ganz schön ausgeschwärmt. Die beschießen sich da aber noch. Sehr gut. Okay, der eine läuft hin, der steckt wahrscheinlich auch ein. Der andere läuft auch hin. Kannst du ja schon mal etwas mehr nähern, oder? Boah, ich habe 7 mittlere, das sollte nachher nicht das Problem sein. Beide jetzt am Heli. Wenn die jetzt mal einsteigen würden. Okay, einer ist fast bei dir, links von dir. Ja. Das ist ein Duo wahrscheinlich, die jetzt noch einen Kill suchen. Ja. Und noch kriegen, das ist viel schlimmer. Ja. Verdammt. So ein Scheiß. Das will ich mir nicht angucken, wie die da einsteigen, deswegen schon wegklicken. Ja, ich hätte wahrscheinlich tatsächlich weiter wegbleiben sollen, weil wie gesagt, mit den 7 mittleren Packs da ranlaufen ist kein Ding. Und wenn ich weiter weg bin,
Je nachdem, wie viele Packs die so haben und mich nicht nähere, dann steigen sie halt auch irgendwann ein, weißt? Deswegen war das Vorrennen jetzt wahrscheinlich wirklich auch nicht gut. Was ich jetzt halt überhaupt nicht verstehe, ist, warum sind dann Leute in, also, das ist so typisch Menschheit, ne? Ja, so typisch, also vier Plätze, zwei Leute, wir warten doch auf den einen, komm, wir atmen hier giftige Gasasche ein, ja? Ja, und kotzen uns hier die Lunge aus dem Leib, ja, damit wir den einen noch killen können. Es ist so, es ist so erbärmlich. Ja, da habe ich halt echt weiter wegbleiben sollen, weil ich habe durch, dass der Typ, der dich erschossen hat, der hatte ja noch diese mittleren Packs dabei und so. Das hätte wahrscheinlich noch gut funktioniert. Dann hätte ich es so machen können wie vorhin, wo ich dann einfach noch am Ende einfach fünf Minuten hinlaufe. Ist nicht so geil, aber das Ergebnis stimmt.